Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Kanal. Wir spielen wieder The Legend of Zelda Breath of the Wild. Und wir sind hier in Karariko mit unserem coolen Ninja-Gewand. So, erstmal scannen wir natürlich Amiibos. Wer hätte es gedacht? Sunshin Kurzschwert. Mit Gnadenschuss. Ich kann gerade gar nicht mehr reden, ne? Komplett lost. Kommt das alte weg? Und das neue kommt her. Wobei, wir behalten das alte auch noch. Dann der Majora's Mask Amiibo. Wir kommen hier raus. Soldatenzweihänder mit Gnadenstoß. Können wir aber, glaube ich, nicht mehr gebrauchen. Oder? Nein, eher nicht. Dann Skyward Sword Amiibo. Elektropfeile. Dann Twilight Princess Amiibo. Da war was Neues. Schattenmütze. Der Held, der gegen Schatten kämpfte, soll sie getragen haben. Riecht ein klein wenig nach nassem Hund. Hm, warum wohl? Wildbeere. Eine süß-saure Frucht, die in kalten, verschneiten Gebieten gedeiht. Sie hat keine besonderen Effekte, ist aber eine beliebte Kochzutat. Eine Wassermelone. Nee, eine Frostmelone. Eine besondere Frucht, die sogar in der Wüste wächst. Das saftige Fruchtfleisch bleibt stets kühl und verleiht als Kochzutat die Fähigkeit, der Wüstenhitze zu trotzen. Okay, dann Ursprungs-Amiibo. Elektropfeile. OT. Das Zeitgewand. Der Held, der durch die Zeit reiste, soll es getragen haben. Auf sonderbare Art und Weise scheint es sowohl Kindern als auch Erwachsenen zu passen. Warum wohl? Und jetzt noch Wind Waker Amiibo. Schön viele Fische. Bumerang. Mit Haltbarkeit brauchen wir aber nicht. Perfekt. Cooles Zeug bekommen. Wird man mir ordnen es nochmal so. Ja. Wir haben jetzt schon zwei Teile von Ocarina of Time. Dann ein Teil von Wind Waker, ein Teil von Majora's Mask und ein Teil von Twilight Princess. Hört auch keinen auf. Oh, da liegt noch was. Ein Hyrule Pilz. Die haben halt keine besonderen Effekte, nur der von Majora's Mask. Den benutze ich den.
Rico, Schwester kocht, Rico hat Langeweile. Willst du spielen? In Ordnung. Was spielen wir? Was spielen wir? Verstecken? In Ordnung. Rico versteckt sich. Aber wenn es Zeit fürs Abendbrot ist, gehe ich zur Schwester. Ein Spielkamerad für Rico. Ich hätte lieber Fangi spielen sollen. Wahrscheinlich muss man aber eh beide spielen. Also. Hohoho. In unserem Dorf gibt es nicht viele junge Kerle wie dich. Du bist aber nicht etwa in einer von den Jäger, oder? Einer von den Jäger. Das war nur ein Scherz. Du brauchst nicht so ernst aus der Wäsche zu schauen. Diejenigen, die der Verheerung ihre Treue geschworen haben, nennen sich Jäger. Sie greifen alle an, die sich Ganon entgegenstellen. Seit dem großen Erdbeben letztens sind sie sehr aktiv. Keine Angst, ich halte dich nicht für einen Jäger. So gut kann ich Leute gerade noch einschätzen. Nimm mir den kleinen Scherz nicht übel. Vielleicht kann ich es hiermit wieder gut machen. Rüstungskürbis. Haben wir mal gehabt, oder? Das hier ist Kakarikos Spezialität. Ein Rüstungskürbis. Ich habe ihn mit Hingabe großgezogen. Probier mal. Wenn du mehr wissen willst, komm gerne jederzeit bei mir. Bei meinem Feld vorbei und frag mich. Schauen wir mal. Ja, haben wir schon. Also habe ich auch schon vorgelesen. Also passt die Sache. Wo versteckt sich Rico denn jetzt? Ja, ich weiß, dass es dort Kleider gibt. Hier im Hühnerstall. Ne? Schade. Ui, wartet. Das sieht mir nach einem Krog aus. Ja. Ui, du hast mich entdeckt. Wer bist du? Das hier ist Impas Anwesen. Das ist doch der Schiegerstein. Bist du etwa... Bitte verzeiht unsere Unhöflichkeit. Imba hat uns informiert. Bitte tretet ein. Es tut uns aufrichtig leid, dich so blöd zu behandeln. Koko. Mist. Nicht Priko. Wo ist Priko? Finde ich niemals. Ist denn Rico hin? Ja. Wo
Warte mal. Preko. Ich hab Hunger. Um 16.30 Uhr gibt es bei euch Abendessen. Ich habe noch mehr Hunger. Wo hast du dich versteckt? Hunger, Hunger. Okay, verstanden. Hallo? Heute gibt es Sportgemüsecremesuppe. Sie ist sehr nahrhaft und macht flink. Zumindest heißt es das. Einfach Sportkarotte, Steinsalz und frische Milch in einen Topf, etwas kochen lassen und fertig. Oh nein! Keine Sportkarotten mehr da. Ich habe Preko doch heute Sportgemüsecremesuppe versprochen. Warte, du bist? Oh. Ja. Ich hole dir welche. Ich danke dir, ich brauche auch nur eine Sportkarotte. Ich warte hier auf dich. Außer wenn es dunkel wird, dann gehe ich nach Hause. Kokos Küche. Halt. Was ist das? Ich rieche Sportkarotten. Ja. Eine Sportkarotte. Danke. Vielen, vielen Dank. Jetzt kann ich es für Preko kochen. Auf geht's. Ja. Ich muss sagen, das ist mir wirklich gut gelungen. Hier bitte dein Anteil. Sportgemüsecremesuppe. Mach dich schneller, Level 1. Man kann die Süße des Gemüses noch schmecken. Der reiche Geschmack kommt vom langen Köcheln. Ich werde weiter kochen, bis ich eine so gute Köchin bin, wie Mutter bin. Wie Mutter. Geschafft. Was könnte ich noch machen? Ah, ein Butterapfel, wie Mutter ihn immer gemacht hat. Eines von Prikos absoluten Leibgerichten. Dafür brauche ich dann einen Apfel und Ziegenbutter. Oh, mir ist die Ziegenbutter ausgegangen. Och, mal noch nicht einen Apfel. Ich bin eine schlechte Tochter. Ich mache alles falsch. Ich werde nie wie Mutter. Hier, Ziegenbutter. Was, ich habe schon? Ich weiß, wenn jemand lügt. Vater ist auch kein guter Lügner. Ah, okay. Aber ich weiß, wo es Ziegenmutter gibt. Nämlich hier drin. Haben wir vorhin gesehen? Kaufe ich mir halt einen. Nein, warte doch. Hallo. Oh. Ich muss jetzt Preko was zu essen machen. Ja, dann mach es bitte draußen. Nur weil es ein bisschen regnet. Wenn ja nicht direkt hier alles abbrechen. Ja. Schauen wir uns hier ein bisschen noch um. Warte mal. Und wie? Tatsächlich. Oh, wie nice. Ja, okay, Ausdauer war schon eine gute Entscheidung. Weil Ausdauer ist einfach sehr, sehr wichtig. Was ist das? Ist das? Hm.
Es kann erstens einfach verpufft und es gibt mir kein Fleisch, sondern Rubine. Schleichglöckchen. What? Und was ist das? Auf jeden Fall sind da Feen und das heißt was Gutes. Da oben. So eine Kaktuspflanze. Da ist irgendwas Schreinartiges. Okay. Das ist nochmal so ein Ding. Schieß nochmal ab. Was ist das? Es verpufft einfach und es gibt noch eine Biene. Ganz komische Sache. Und eigentlich das Fleisch von dem Tier, aber es gibt mir kein Fleisch, sondern Rubine. Okay. Und was ist das? Eine Fee. Wenn du all deine Energie verlierst, heilen Feen von selbst all deine Wunden. Anders als Glühwürmchen leuchten Feen auch am Tag. Ich glaube, die würden ab. Okay, nein, ich glaub's nicht. Ich weiß, dass sie abhauen würden. Hätte ich nicht dieses Schleichgewand. Das haben wir nämlich ja gesehen, als ich mal den Ganon Amiibo eingescannt habe. Da war ja auch eine Fee. Na, warte, warte. Was ist das? Das Krog, by the way. Prinzessin Enzian. Die soll die Lieblingsblume der Prinzessin von Hyrule gewesen sein. Man hielt sie für ausgestorben, doch in den letzten Jahren wurden wieder ein paar Exemplare gefunden. Ist das denn? Geh doch da rein. Du nervst mich. Hör auf. Endlich. Okay. Endlich. Huch. War schwer. Ui, du hast mich entdeckt. So, jetzt schauen wir mal, was das komische Vieh dort ist. Okay, also mit so einem Bogen. Den brauche ich jetzt wirklich nicht. Schau mal, wie viele Pfeile ich habe. Ich habe mehr Elektropfeile als Eispfeile.
Was ist das? Wir schauen uns jetzt an. Ein Kaktus oder sowas. Untersuchen. Wundersame Stimme. Du, junger Mann, bitte höre mich an. Ich bin die große Fee Kotura. Okay, ja. Hier war früher eine wunderschöne Quelle. Doch im Laufe der Jahre spendeten die Leute immer weniger Rubine. Und ich habe meine Kraft verloren. Ich bitte dich, selbst ein kleiner Betrag hilft schon. Wenn du Rubine hast, bitte gib mir welche. Ich brauche doch nur 100. Habe ich 100? Ich glaube ja. Wenn meine Kraft wiederhergestellt ist, wird das auch dir zugutekommen. Die ist ein bisschen groß, die Hand hier. Nun, wenn du Rubine hast, dann gib sie mir schnell. Um meine Kraft wieder zu erlangen, brauche ich 100 Rubine. Okay. Hallo? Reiß sie mir nicht so aus der Hand. Danke, mein Retter. Oh, meine Kraft, sie kommt zurück. Okay. Oho. Ja. Eine Fee. Ja. Was für ein Gefühl, nach all der Zeit endlich wieder frische Luft. Ich schulde dir was. Dank dir habe ich meine Kraft wieder erlangt. Mal sehen, wie ich mich revanchieren kann. Ah, ich weiß, ich könnte deine Kleidung verstärken. Ich brauche nur das passende Material. Das Verstärken selbst mache ich umsonst. Sollen wir es mal versuchen? Ja. Ich habe genug Kraft, um deine Kleidung ein klein wenig zu verstärken. Ey, das bitte. Schleichglöckchen machen wir das. Und los. Okay. Ninja-Maske. Von 2 auf 4. Okay. Das Doppelte ist gut. Und fertig. Damit bist du jetzt ein wenig stärker als zuvor. Manche Kleidungsstücke erhalten nach dem Verstärken einen Bonus. Doch dafür musst du auch das ganze Set tragen. Soll ich noch andere Kleidung für dich verstärken? Ja, bitte. Und los. Yeah. Ja, bitte. Und los. Ich mach das so gut. Machen wir das noch? Und 3 auf 5, okay. Ah, die haben jetzt so Sterne. Was? Sternensplitter. Braucht man. Diese Dinger, die vom Himmel fallen. Wir haben bis jetzt im ganzen Spiel einen vom Himmel fallen sehen.
der viel zu weit weg war. Und einen haben wir durch einen Amiibo bekommen. Also heißt es, wir scannen ab sofort immer diesen Amiibo auch noch. Das war, glaube ich, Zelda, wo ich einfach nicht erkannt habe, von welchem Spiel sie ist. Wo das voll auffällig war. Okay, für was entscheide ich mich jetzt? Ich glaube, ich entscheide mich für das hier. Und los. Komm wieder, wenn du neue Kleidung hast. Bis später. Bis dann. Okay. Wo bist du? Keine Ahnung. Also, das war's mit diesem Video. Ich würde mich über ein Abo-Like freuen. Ciao.